Er kann's nicht. Junge, nein, das ist. Verwehrt. Nee, wenn du in den Spiegel guckst, ist normal. Alter, das ist ja krass. Oh, hallo, hab dich gar nicht gesehen, Zuschauer. Weil wir so viele haben. Ah, wir tun ab jetzt, wir tun einfach so, dass das der Zuschauer ist. Wir tun so, als würden wir mit, ihm dann interagieren. Bei unserem Gespräch. Also, einen fröhlichen zweiten Advent. Heute werben wir zusammen mit Herr Dungeon ein Kochvideo machen. Ja, passend zu der Vorweihnachtszeit zeigen wir euch heute im Video, wie man ein leckeres Dessert macht. Das ist ein Spekulatius-Dessert. Oh. Mit sehr vielen Kalorien, aber die trainierst du ja hoffentlich wieder ab. Und als zweites Essen auch was ganz Tolles, ein Lachsfilet mit Bohnen und Honig und Senf. Und sprachlos. Im Thumbnail sieht man dann auch schon das fertige Essen. Wie lecker es aussieht, könnt ihr hier eingeblendet sehen. Aber Fisch hatten wir noch nie beim Hitsender, oder? Nein. Krass, was Neues. Aber das ist ja so ein typisches Essen, was man auch typisch am 24. verzehren kann. Ja, eigentlich. Auf jeden Fall wichtig für euch zu wissen, ihr könnt jetzt das Video kurz anhalten und in die Kommentare schreiben, was euer Weihnachtsessen ist. Dann können wir vielleicht das Essen nach eurem Rezept nachkochen. Gerne das Rezept auch per E-Mail schicken. info@derhitsender.de können wir die Sachen schicken. Ich mache jetzt hier diesen Lachs mit Bohnen und Honig-Senfsoße, währenddessen Jonas seinen komischen Nachtisch da macht. Willst du nicht kommentieren, okay? Also, diesen Wildlachs aus dem Pazifik, Fisch. Frisch gekauft. Eingefroren seit dem 1.7.2019. Okay. Der ist eingefroren, deswegen geht er damit kaputt. Also insgesamt sogar 4 Jahre haltbar. Also. Ich mache das ganz einfache Dessert. Das könnt ihr ganz einfach nachmachen. Ist von Schwierigkeitsgrad 1 von mir empfohlen. Für die Zutaten benötigt man einmal Mandarinen, Mousse au Chocolat. Wir haben jetzt die klassische Version, man kann natürlich auch mit weißer Schokolade benutzen. Ganz normal Spekulatius, typisches Weihnachtsgebäck, Mascarpone und man benötigt auch Milch, die holen wir aber erst nach Hause im Kühlschrank. Wir werden jetzt erstmal noch die Mandarinen abgießen und das könnt ihr auch kurz sehen, aber das wird euch aber wahrscheinlich klar sein, wie das funktioniert. Wenn der Keks redet, dann schweigen die Krümel. Also, unser Lachs ist schon fast aufgetaucht. Aber da das noch ein bisschen dauert, werde ich jetzt die Bohnen zubereiten. Nach dem tollen Rezept brauchen wir 125 Milliliter gekochtes Wasser. Der Wasserkocher ist dafür geeignet. Die musst du mal kalken. Wie sieht es denn da drin aus? Wenig Wasser. Eigentlich doch zu großer Topf gewesen. Benötigen. Also das kocht noch nicht, aber so wenig Wasser, also das verdampft gleich. Also mache ich das jetzt hier einfach mal. Im nächsten Schritt werden wir ganz einfach die zerkleinern. Dazu brauche ich nachher noch einen Pürierer. Das ist nicht klein. Das ist ein Kack.
das hier abwaschen, dieses Filetstück. Ich glaube, das reicht schon. Eigentlich haben wir, bräuchte man 6 Tassen, anscheinend gibt es hier in dem Studio nur 5 Tassen. immer ein Esslöffel in eine Tasse. Einfach reingeben. Also normalerweise verwendet man dazu richtige Desserttassen, aber das gibt es hier leider nicht. Und so kleine Stücke oder Scheiben. Ah, die sind ja sogar schon klein, oder? Die sind ja sogar schon klein. Auf jeden Fall müssen wir das jetzt salzen. Ein bisschen. Salzen hier. Nicht zu viel. Wir müssen diesen Lachs, nachdem ich ihn jetzt gesalzen habe, anbraten. Also nochmal mit Sesam hier ein bisschen reinmachen. Ja, also ich muss halt jetzt warten, bis es hier ein bisschen heiß ist und dann wird er reingeschmissen und wird gebraten, ne? Für ungefähr 6 Minuten auf dem Herzen. Mousse au Chocolat klassisch. Schmeißt du da runter? War wohl nicht richtig fest. Jetzt kommen wir zum eigentlichen. Zur eigentlichen Zubereitung, das war jetzt hier die Vorbereitung. Einmal brauchen wir 250 ml Milch. Ich muss jetzt gerade hier im Messbecher gucken, wo das genau steht. Ich dachte, das ist falsch, mache. Ist das die richtige Anzeige? Ja. Okay, 250, oder? Ja. Gut. Dann kommt jetzt irgendwie die Mousse Schokolade dazu und dann werden wir das gesamte Ding verrühren. Man kann natürlich hier auch weißes Mousse-Schokolade verwenden. Also. Das ist immer. Warte mal. Das klappert schon. Ich weiß eigentlich. Ich weiß nicht, ob da stand eine Packung, ob das jetzt eine normale Packungsgröße ist. Also machen wir das hier rein. Auf niedrigster Stufe erstmal langsam das Ganze vorbereiten und danach für 3 Minuten jetzt dann auf die Mascarpone muss nachher auch noch dazu. Film mal kurz ihn, ich muss 125 Gramm Mascarpone, die werden jetzt hier untergerührt, sowie auch die restlichen Spekulatius-Kekse, die wir vorher zerkleinert haben. Und dann gibt es eine schöne Masse und die kommt dann für eine Stunde in den Kühlschrank. Und das wird jetzt der nächste Schritt sein. Ich spinne ein bisschen, weil es geht in Ordnung. Okay. Ah, jetzt hat funktioniert. Ja. Oder 150 Gramm. Und ja, deshalb am besten, während ihr dieses Video anschaut und während ihr es natürlich nachkocht oder Dessert zubereitet, werde passende Musik im Hintergrund den Hitsender hören, denn zur Weihnachtszeit läuft wieder die Weihnachtsplaylist mit Last Christmas, 24 Stunden. Ja. Jetzt haben wir hier schon so eine schöne Masse, wie ihr sehen könnt. Und jetzt kommen das Gewisse hier für einen gewissen weihnachtlichen Geschmack. Das ist jetzt hier fertig gebraten.
Jetzt müssen wir die Bohnen hier abtropfen lassen über ein Sieb. Okay, also. Im nächsten Schritt werden wir jetzt noch die Mandarinen in unsere vorbereiteten Gläser verteilen. Also natürlich nicht das gesamte hier, aber ein paar. Und danach kommt das gesamte mit dem Inhalt, das wir vorher püriert haben, dann in den Kühlschrank für eine Stunde. Könnt ihr auch ganz einfach nachmachen, ist immer eine gute Sache, dieses Menü, weil es sehr schnell gemacht ist. Also ich glaube, ich brauche jetzt, weil ich schon mich darin auskenne und Profi bin, so 10 Minuten vielleicht für das Rezept, dann halt noch eine Stunde im Kühlschrank. Ist mal schnell fertig mit. Geht recht einfach. Wenn ihr dann schon ein bisschen weiter seid, könnt ihr natürlich auch noch auf unsere anderen Keksrezepte zugreifen. Die sind unten verlinkt. Das ist dann schon ein bisschen eine höhere Kunst, die zuzubereiten. Aber als Anfänger empfehle ich dieses Rezept auf jeden Fall. Und auch dieses hier, das hier, was der Kollege gerade zubereitet, das kann ich euch natürlich auch empfehlen, nachzukochen. Denn es ist sehr, schmeckt sehr gut, oder? Leider habe ich das nicht rausbekommen. So, und jetzt werden wir das Ganze hier reingeben, sodass wir hier ein schönes... Boah, wie es da schon wieder aussieht. Filme, das schneide mal raus. Nee, ich hab nur das weggeputzt. Dein Leben oder was? Jetzt verlassene Futter hier. Kommen jetzt hier nochmal die Bohnen rein. Also jetzt hier, wo wir den Fisch gebraten haben, machen wir jetzt hier die Soße auf. Wir brauchen erstmal die 150 Gramm Creme fraiche. Creme fraiche. Also jetzt brauchen wir hier 2 Teelöffel Bohnen. Das sind auch 2 Teelöffel. Grobkörniger Senf, das ist sehr wichtig, glaube ich. Das müssen wir jetzt erhitzen und dann rühren wir es mal. Hoffen wir einfach mal, dass es schmeckt. Wir sind jetzt soweit fertig. Die Tassen sind ein bisschen verschmiert. Die werden natürlich nachher noch besser dekoriert. Natürlich, der Kunde kann hier natürlich seinen Griff ein bisschen putzen. Wir machen das Ganze jetzt in den Kühlschrank. Natürlich. Ja. Also in einer Stunde, wenn wir dann auch mit dem Hauptgang fertig sind, dann passt es direkt. Wir haben jetzt aktuell 8 Portionen. Und machen hier noch ein bisschen Salz rein. Und wenn ich ihn finde, den Pfeffer. Füllen wir mal um und dann sollte es eigentlich schon so gut wie fertig sein. Hier macht man diesen Doppelmodus. Alexa, nicht ni hao. Okay. Also wir sind jetzt hier fertig, bei mir zumindest. Alexa? Jonas, halt die Fresse! Ich liebe dich! Dann nehmen wir so ein Ding hier und dann... Eigentlich kommen da noch Nudeln dazu, aber dafür haben wir jetzt keinen Bock. Also bleibt es so. Wir sind jetzt hier zusammengekommen, um das Essen hier zu essen, zu probieren, wie es schmeckt. Also das ist jetzt sein Teil, das heißt, wenn das nicht gelungen ist, dann war es sein Problem. Stimmt, das habe ich zubereitet. Also die Soße trocknet auch schon langsam aus. Die Bohnen haben anscheinend kein Gewürz, habe ich gehört. Ich bin gespannt, ob sie überhaupt was... Nee, die sind sehr gewürzt. Jetzt sind wir ja gespannt. Ja, du... Ja, schmeckt nach Bohne. Nach kalter Bohne. Kann ich auch probieren, also so ist es nicht. Du hast ja gleich schon mehr genommen, also er kennt das Essen, er hat es ja schon öfters zubereitet, deswegen hat er sich gleich mehr genommen. Das war Ausschlussverfahren, dafür konnte ich nicht. Ich muss sagen, die Soße ist sehr süß. Also, weiß ich, man schmeckt das so was Süßes. Das liegt wahrscheinlich am Honig. Ah, der Honig.
Jetzt sind wir endlich nach wie langer Zeit haben wir das verbracht am Hauptgang. Der Hauptgang, ach so, wie war jetzt letztendlich für dich? Okay. Das heißt, du hast ja selber gekocht, also muss es dir ja geschmeckt haben. Hätte besser sein können. Du hast ja auch abgeschmeckt alles. War okay, okay. Gut, dann kommen wir jetzt zum nächsten weihnachtlichen Gang zur Empfehlung. Ich empfehle natürlich durchsichtige Gläser. Das sieht jetzt noch nicht optisch so genial aus. Also da würde ich euch optische durchsichtige Gläser empfehlen. Und natürlich auch ein bisschen Verzierungen sind möglich. Aber jetzt kommt es ja auf den Geschmack an. Gerne von meinem leckeren Nachtisch probieren. Sehr einfach zu machen, falls ihr es auch mal nachmachen möchtet. Einfach in das Video klicken. Ganz unten befinden sich noch Kekse. Was ist da drin? Mascarpone, also Kalorien. Hier jetzt. Also nicht nur Mascarpone, aber. Also es ist wirklich, man schmeckt alles. Es ist schon eine Geschmacksexplosion am Ende. Schokolade ist ein bisschen kräftig, aber es ist okay, man kann es essen. Also es ist gut. Okay. Gut gemacht, Jonas. Ganz unten befinden sich noch die Kekse, die würde ich halt auch nehmen, sonst am Ende nur noch die Kekse. Habe ich gesehen und probiert. Deswegen habe ich gesagt, Geschmacksexplosion. Ja. Gut, das war's mit dem Video. Ja. Also ich kann sagen zu diesem Essen, also dem Dessert, ich empfehle es euch auf jeden Fall. Besonders mit dieser Note schmeckt es schon sehr frisch. Ja, also das kann man auch optimal gut vorbereiten. Also wenn man 20 Gäste hat, wir haben es von den 8 Tassen für 3 Personen. Weil er ist echt, er liebt so Desserts, da haben wir extra ein bisschen mehr gemacht. Aber an sich 20 Personen, das passt immer. Da kann man das schnell gut vorbereiten, schnell gemacht. Und ja, das war's jetzt mit dem Video. Nächste Woche kommt dann das dritte Adventsvideo. Und da wird es nochmal richtig spannend. Da gibt es dann nämlich ein kleines Gewinnspiel. Also auf jeden Fall wieder einschalten. Und natürlich auch den Hitsender hören. Wir werden, ich denke, ab dem 1. Dezember Weihnachtsmusik spielen. Und immer natürlich am Adventssonntag dann jeweils, so ich sag mal, den ganzen Morgen dann Weihnachtsmusik. Die könnt ihr schön im Hintergrund laufen lassen und euch, so wie er jetzt hier, etwas zum Genießen gönnen. Ja, man merkt, es schmeckt. Der Kameramann hat auch Hunger und wird jetzt natürlich auch noch probieren. Bis dann. Tschüss. Sacramento. Oh Mann. So jetzt. Richtig schlecht. Okay.